Good evening and welcome to tonight's episode of Life at Mohus. Sit back and relax to Luna Vess with Ilter Unal on vocals and name, Fabian Meyer on piano and synth, Sebastian Schuster on double bass, Rhodes and synth, and Thomas Wörle on drums.
Ja. Herzlich willkommen an alle. Wir sind Lunawes aus Stuttgart. Heute bei meinem Programm live von Mochas. Das ist Volume 45. Wir haben schöne Soundqualität hier. Das gefällt uns sehr. Es macht gerade Bock zu spielen. Wir spielen so ein Set von circa eine Stunde. Falls also Sie uns und unsere Musik noch nicht so gehört haben, falls Sie uns nicht kennen, was ziemlich viele sind, dann ist es ziemlich schwierig hier zu beschreiben, was wir alles spielen werden. Es ist schon so in Jazz-Richtung, aber eigentlich auch sehr wechselhaft mit elektronischen Elementen und auch Alternative in einer Art und Weise. Genau, wir haben unser Album Sarkin, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Oder so. Wann war das? Februar? Und danach kam Corona, genau. Das war ein guter Zeitpunkt. Also wir wollten unser Release-Konzert machen. Und dann, glaube ich, war die erste so Konzertabsagen-Zeit. Da war Sebi auch so ein bisschen krank, da wussten wir nicht, ob das noch geht. Das waren noch die Zeiten, wo man nicht sicher war, wenn man krank ist, ob man noch spielen konnte. Das war echt so lange her, ne? Und jetzt, wenn man krank ist, bleibt man einfach zu Hause. Das hat sich geändert. Ja, genau. Ich glaube, es gibt auch so ein Chatpad. Wir sind ja live gerade in YouTube. Es ist nicht so, dass es dann so 5 Takes von jedem Song gibt und dann man bastelt und dann sagt, das ist live. Das ist tatsächlich live hier. Ja, und vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt nicht Deutsch reden. Ganz kurz, wir Lunawes from Stuttgart, from Germany. Wir in das Programm of Live at Mochas. This is the volume 45. And we will playing a set like 1 hour. Yeah, that's a summary of all the things that I said in German. Das nächste Stück heißt Aves. Thank you.
Das war was von unserem Album sagen. Ich werde ein paar Stücke auf Türkisch singen. Ich komme halt aus der Türkei. Am Anfang haben wir uns eigentlich auch gefragt gehabt, welche Sprache man eigentlich das so macht. Wir wollten es eigentlich eher auf Englisch, glaube ich, alle Texte machen, aber manche Texte haben sich nicht übersetzen lassen. So. Und da habe ich mit Fabian dann gesprochen und mit der Band danach. Und das finden die auch cool, ist dann irgendwie ein paar Lieder doch in Türkisch zu lassen, was mich sehr freut. Ich weiß nicht, ob ich euch irgendwann mal so Übersetzungen geschickt habe. Habe ich das gemacht? Ja, teilweise. Teilweise. Ob es gelesen worden ist oder so, weiß ich nicht. Ob die Band überhaupt weiß, was ich da singe. Das ist immer verdächtig gewesen. Da gibt es auch Theorien von Sebastian, was ich da alles singe, aber da will ich jetzt nicht tiefer reingehen. Das nächste Stück heißt aber Kelime. Und das ist nicht in unserem Album drin. Das ist ein neues Stück. Wir sind gerade, kann man sagen, im Machen von Liedern für das nächste Album. Und Kelime heißt Wort auf Deutsch.
Yeah. Sebastian Schuster am Bass, ladies and gentlemen. Da soll jemand klatschen. Naja, wir tun so, als ob ihr das macht. Ja, danke schön, danke schön. Ja, das soll sehr viel sagen. Appreciate it. Dann mach ich mal kleine, das haben wir auch, das diskutieren wir die ganze Zeit, ob man jetzt bei uns in der Band Vorstellungen von allen macht, aber das will ich machen, ich fange von links an. Sebastian Schuster am Bass. Ja. Fabian Mehr am Klavier und am Synthesizer. Sebastian spielt auch Rohrs und Bass-Synthesizer. Und wir haben Thomas Wörle heute mit uns. Er spielt eigentlich zum ersten Mal mit uns live. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Live allgemein, Konzert. Ich freue mich echt ganz herzlich. Das funktioniert, das tut echt gut. Thanks, my brother. Yeah. You're welcome. I appreciate it. Ja, wenn wir sagen, I appreciate it, dann kann ich mal in den Chat gucken, so wie Twitch-Streamers. Yeah. Yeah. Ist nicht viel los, einfach wow. Owe Latens, vielen Dank. Toller Sinti-Bass, Sebi wieder für dich. Betörenstöne, Flötentöne. Nicht Töne. Ich konnte, und so, okay, jemand hat uns geliked, das war es, nicht viel los, aber danke. Danke fürs Schreiben. Ihr könnt gerne noch was schreiben, wenn ihr wollt. Das nächste Stück ist eigentlich auch nicht in unserem Album. Hat auch keinen Namen, weil er ganz, ganz neu ist. Der heißt 2.5.
see and hear, show some love and won't disappear. Donate. 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 Yes, that's right. Go to the link below. Now let's get back to the show. Dieses Stück hieß 0707, dein außergewöhnlicher Name. Das war so also ein Liebeslied, das merkt man, glaube ich, nicht, wenn man es hört. Und sogar über so ein gelungenes Liebe, gelungene Liebe, kann man sagen. Das nächste Stück heißt Luna.
Da geht es um Einsamkeit eher. Ja, gute Kombination, dass wir es hintereinander spielen. Ich guck mal im Chat, ob das da was noch los ist. Ihr wollt ein bisschen mehr Inhalt zu den Liedtexten. Ich habe nicht viel Zeit, um diese Inhalte anzugeben. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob das ausreichend war. Eine ist Liebe, das nächste ist Einsamkeit. Vielleicht klappt es, weiß ich nicht. Und ja, was Türkisches da von Nelim Blut. Die, ja, okay, die sind von. Die sind von dort, wo meine Mama ist, klar. Die Mama ist die Erste, die immer so liked und. Ja, ne? Vielen Dank. Luna. Thank you.
Okay, wir sind, glaube ich, am Ende von unserem Programm. Es geht echt schnell, wenn man spielt. Wir haben noch ein Stück für Sie. Aber bevor ich mich verabschiede, oder bevor wir uns verabschieden, will ich ein paar Announcements machen. Next week, also nächste Woche, findet Live at Mochas Volume 46 statt. Und das ist eigentlich das letzte Show vor der Sommerpause. Und in diesem Show spielt die Band Tangos und Canciones mit Doris Orsan und Johannes Tonio Kreusch. Also Sie können uns, falls euch die Musik gut gefallen hat, in sozialen Medien finden. Wir sind Lunaves. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Und über das letzte Stück kann ich vielleicht kurz was sagen. Der Stück heißt Lassaken, so wie das Album. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht übersetzt, weil das hat nicht so richtig funktioniert. Das habe ich nicht übersetzt und geschickt, weil es hat keinen Sinn gemacht, wenn man es gelesen hat. Aber da geht es um nicht verortet sein, kann man so sagen, Identität fragen. Ich bin seit 12 Jahren, glaube ich, jetzt in Deutschland, und da fragt man sich, wo man so hingehört, und jetzt das Lied nimmt das nicht so eine negative Weise, sondern so eher halt diese Frage und diese Auseinandersetzung damit. Ja, wir sollten alle reden. Ihr habt echt viel geredet, oder ich habe nicht aufgehört zu sprechen. Jungs, weiß ich nicht, ob das euch so lieber war. Ich habe einfach die Klappe nicht gehalten, tut mir leid. Ja, vielleicht zum Abschluss, this is our last, we're gonna play our last song. Thank you for listening, and next week is another show of the series of Live at Mochas, volume 46. It's gonna be the last show before the summer summer break, you can say, and we are Lunaves from Stuttgart. The last song is so called Sakin, also the name of our album. Şehirlerde ışıklar sönüyor.
Dear jazz lovers, that was our show for tonight. Thanks for joining us, and we hope to see you again next time. So long, farewell, auf Wiedersehen, and goodbye. Love, Monica.